Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Und wir spielen heute Tiny Metal, Full Metal Rumble oder auf Japanisch Tiny Metal. Und ja, ich würde sagen, wir spielen einfach mal die Kampagne weiter. Ich habe da schon 3-4 Matches einmal gespielt. Und hier, man kann auf der Overmap richtig cool mit dem Helikopter rumfliegen. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, ich habe anscheinend 3 Matches gemacht und jetzt sind wir in Karte 4. Es gibt das bei Steam. Ich glaube, das gibt es auch für die Switch. Und das ist halt so ein War-like-Ding. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige Advance Wars. Das war so ein DS-Spiel und für ein Advance gab es das, glaube ich, auch. Und ja, bei Karte 4 müssen wir das feindliche Headquarter erobern. Das ist unser Hauptziel. Und dann gibt es immer noch so Herausforderungen. Das sind meistens 3. Da steht jetzt zum Beispiel, das muss schnell gehen. Das heißt, wir dürfen keine Zielerfassung benutzen, keine Einheiten heilen und nur Schützen dürfen wir produzieren. Dann würden wir diese Herausforderung gewinnen und ich glaube, dann kriegt man mehr Geld dafür. Das habe ich so aber noch nie richtig gemacht. Mir ist immer nur das Hauptziel wichtig. Und neue Einheiten sind auch dabei. Es gibt einmal die Viper, das ist eine Flugabwehr und den Striker. Was kann der? Der sieht eher aus wie ein Flugabwehr, aber anscheinend, keine Ahnung, der ist anscheinend gegen Luftfahrzeuge und gegen normale Gegner gut. Ja, gut. Das funktioniert meistens so wie so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip mäßig. Heißt, oh, und mit Story und so. Die ist übrigens... Also, ja, kannst du aufhören zu reden? Die Sprachausgabe kann man einstellen auf Englisch und Japanisch. Ich nehme mal die Maus hier weg. Ja, aber ihr seht schon, Text ist auf Deutsch. Ich habe die einfach mal auf Japanisch gestellt, weil ich das besser finde als im Englischen. Aber juckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, bla 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 bla, was die sagen. Wir sollen halt hier den bösen Dude besiegen. Von der Story habe ich bisher noch nicht so wirklich viel mitbekommen, weil am Anfang ist das anscheinend so eingestellt, dass die automatisch weitergehen. Und dann kann man gar nicht schnell genug lesen, dass das alles endet und viel zu schnell alles. Blablabla. Bla, bla. So, wir töten den jetzt einfach. So, wir sind die Weißfänge und spielen hier Wolfram. Wie ich sehen oben links, ich versuche das mal so aufzudrödeln, wie ich das so verstanden habe. Oben links sehen wir mein Geld. Das große M, das heißt, wie viel Geld ich gerade habe. Und darunter seht ihr, wie viel M, also wie viel Money ich pro Zug bekomme. Das kann man erhöhen, wenn man Gebäude einnimmt, wie zum Beispiel dieses weiße Gebäude hier. Dann würden wir 100 Money pro Zug mehr bekommen. Ja, und um das hinzubekommen, müssten wir da jetzt zum Beispiel diesen Schützen hinlegen. Hier, also die blauen Einheiten sind alles unsere Einheiten und die können wir jetzt hier hin tun. Und dann müssen wir noch auswählen, in welche Richtung er gucken soll, um anzugreifen. Wenn er jetzt ein Gegner wäre, dann könnte ich den noch angreifen. Aber so guckt er dann erstmal in die Richtung. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Gegner kommt von vorne, dann könnten wir uns besser verteidigen. Aber wenn er von der Seite kommt, dann ja, hätten wir einen Nachteil quasi. Was haben wir hier? Ein Radar. Keine Ahnung, was der kann. Das ist irgendwie auch ein neues Fahrzeug, Leute. Keine Ahnung, ob der überhaupt angreifen kann oder was er genau macht. Und am Ende kann man halt immer noch eine Aktion auswählen. Oh, was? Ach, das ist dieses... Xbox Striker. Der kann jetzt hier... Ja, schieß mal in die Richtung. Wieso haben wir so viele Fahrzeuge? Holy moly. Ich weiß auch gar nicht, wo die Gegner sind, to be honest. Wir schicken einfach mal alles nach vorne, nicht wahr? Können wir mal den Grenadier, der ist zum Beispiel gut gegen Fahrzeuge, den können wir mal in dieses Haus hier reinstecken. Und jetzt können wir sagen, Gebäude kapern. Und je nachdem, wie viele Leben mein Grenadier hat, umso schneller geht das. Das Gebäude ist jetzt zum Beispiel um 7 gestiegen. Ich glaube, beim Schützen geht das sogar um 10 hoch. Und das liegt halt daran, wie stark dein Typ da ist und wie viele Leben er noch hat. Wenn er aus dem Gebäude rausgekickt wird, dann geht diese von 20 irgendwie nach unten. Und man muss halt so lange in diesem Gebäude bleiben und das immer wieder kapern, bis man auf diese 20 kommt, dann gehört das Gebäude einem selber. Und dann kriegt man halt, wie gesagt, dann hat man erstmal Schutz da drin, wenn da eine Einheit drin ist. Und man kriegt halt mehr Geld pro Runde. Das ist ganz nett und eigentlich sehr wichtig, möchte ich meinen. So, was können wir noch machen? Wir können hier noch einen Schützen produzieren. Das dürfen wir sogar laut Zusatzaufgabe. Der kostet 100. Machen wir einfach mal. Der ist dann in der nächsten... Im nächsten Zug einsatzbereit. Jetzt macht der Gegner irgendwas, was wir nicht sehen. Richtig spannend und so. Und Tag 2. Der Weißfänge. Wow. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wo das Headquarter von denen ist. Irgendein Gebäude wird das sein. So wie ich das bisher gespielt habe, dauert das Spiel bei mir aber richtig lange, weil ich nicht raffe, was ich machen soll überhaupt. Ich würde sagen, wir spulen mal ein bisschen vor, bis die Gegner irgendwann da sind und dann geht die Action ab, Leute. So, guck, jetzt kaper ich nämlich das Gebäude und jetzt seht ihr, oh, oben links, ich krieg jetzt 300 Gold pro Zug. Wow, ist das gut. Und wenn ich das jetzt auch noch einnehme, dann kriege ich gleich 400 pro Zug. Und jetzt kann ich halt richtig geile Sachen produzieren. Wow. So, okay, anscheinend sehen wir irgendwie, wo die Gegner sind. Ach, wegen unserem Radar war vermutlich. Der kann uns hier das so ein bisschen anzeigen, wo die sind. Die sind hier in der Nähe, aber wir wissen nicht so ganz, wo sie sind. Wir können unser Radar ja mal auf den Radarplatz hier hinstellen. Vielleicht sieht er dann irgendwelche Gegner? Nö. Das ist jetzt natürlich doof. Aber vielleicht treffen wir mit dem Dude hier irgendwas. Guck mal, da ist nämlich einer.
Okay, das wusste ich nämlich auch nicht. Okay, der Radar zeigt also an, wo auch welche sind, obwohl man die noch nicht sieht. Wir können jetzt Ziel erfassen. Das sollen wir halt laut Zusatzmission nicht machen. Zielerfassung ist nämlich auch ganz cool. Das kann man mit mehreren Einheiten machen. Und die greifen dann nicht sofort an, sondern die warten dann, bis mehrere Einheiten noch da sind und auch diese Zielerfassung machen. Und wenn dann einer von den mehreren Einheiten irgendwann einen Angriff startet, dann greifen halt alle gemeinsam an. Halt, ja, ein Angriff von mehreren Seiten, das macht dann mehr Schaden und der Gegner kann sich nicht wirklich verteidigen. Aber ich greife jetzt einfach mal ganz normal an. Gegen ein Fahrzeug sollte jetzt so ein Infanterietypi auch nicht wirklich eine Chance haben. Er knallt zwar zurück, aber das sollte eigentlich, ja, juckt uns nicht. Oh, er hat 8% abgezogen. Gar nicht so bad, möchte ich meinen. Können wir ihn irgendwie treffen? Nö. Tja, doof das. Können wir nur warten. Er nimmt das hier auf jeden Fall nochmal ein. Gebäude kapern. Ja, so geht das dann die ganze Zeit. Ist halt rundenbasierend. Advance Wars fand ich damals zum Beispiel richtig geil. In diesem Spiel, da muss ich mich erstmal noch ein bisschen reingewöhnen. Aber auf jeden Fall, den DS-Teil, den habe ich richtig gefeiert. Da ist auch wieder gar nichts. Wieso sind da beide ganzen Dinger hier? Und, da ist ein Gegner. Leute, da ist ein Gegner. Was geht denn jetzt ab? Man muss auch darauf achten, ihr seht zum Beispiel unten links erstens die Leben jetzt beim Schwert zum Beispiel, das ist 100%. Dann darunter, wie viel Fuel er hat, also wie viel Benzin er hat. Und dabei steht eine Zahl für ein Feld, das heißt, er kann insgesamt in dieser Schlacht nur 80 Felder sich bewegen, dann ist er leer. Dann kann er immer noch angreifen, aber er kann sich halt nicht mehr bewegen. Also da muss man auch drauf achten, bei den ersten Missionen jetzt nicht so doll, aber ja. Und dann gibt es halt noch andere Fahrzeuge, die zum Beispiel dann Benzin dabei haben und die auch befüllen können etc. Und er kann auch nur 10 Mal angreifen. Aber was sehen wir noch? Da rechts neben sehen wir, gegen was er gut und gegen was er schlecht ist. Das gab es, glaube ich, bei Advance Wars auch nicht, das musste man so wissen. Aber er ist jetzt zum Beispiel gut gegen Infanterie, er ist normal gut gegen auch einen Speer und Helikopter. Und er ist schlecht gegen Mechs und Panzerabwehr-Dinger, so wie ich das sehe. Und er kann gar nichts gegen Düsenjets machen. Düsenjets habe ich zum Beispiel auch noch nie gesehen, also keine Ahnung. So, und die Leute, die hier die Gebäude eingenommen haben, die können wir jetzt eigentlich mal mitnehmen. Ich frage mich ja, ob hier so eine... Oh, was? Entsenden? Entsendet eine Heldeneinheit auf das Schlachtfeld. Das klingt gut. Ich will eine Heldeneinheit. Ach geil, das wusste ich gar nicht. Guck mal. Wir holen uns mal hier so einen Billy Abrams und er kommt einfach mal mit an die Front hier natürlich. Ist die Frage, ob er sofort mit angreifen kann. Ich setze ihn mal erstmal ein bisschen weiter hinten hin. Nicht, dass er dann sofort ganz viele Leben verliert. Nee, er kann nämlich nicht angreifen. Okay, gut zu wissen. Und umso mehr Geld man halt sich holt, umso bessere Einheiten kann man natürlich dann pro Runde machen. Und je mehr Einheitsproduktionsgebäude man hat, umso öfter kann man welche machen. Ganz klar. Oh mein Gott, what? Der hat, habe ich noch nie gesehen, Leute. Der hat einfach Helikopter und dann noch zwei Truppen davon. Oh, das wird wehtun, Leute. Aua, 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 meine armen LKWs. Alle kaputt? Jo. Okay, sind ja richtig stark. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Man kann auch, man muss sich das hier nicht alles angucken, das kann man halt alles einstellen, ob man diese Animation sehen will oder nicht. Und man kann auch zum Beispiel eine Taste gedrückt halten, während diese Animationen sind und dann werden die schneller abgespielt. Für die, die es interessiert. Also einigen ist vielleicht auch aufgefallen, das ist so ein bisschen wie Fire Emblem. Soll auch daran anlehnen. Advance Wars war ja auch, glaube ich, richtig von Nintendo. Aber haben sie nicht weitergemacht, weil die sich lieber auf Fire Emblem konzentrieren. Was ich ein bisschen doof finde, weil ich bin nicht so der Fire Emblem-Typi. Ich mochte immer lieber... Kann der überhaupt angreifen? Ich glaube fast nicht. Hier ist einfach nur ein Radar, ne? Dann sollte der vielleicht mal da weg. Wäre ganz gut. Ich war lieber der Advance Wars-Typi. Komm, wir können zwei auf einmal angreifen. Das... Oder auch nicht. Hä? Ah, warte, warte. Der Viper ist gegen Helikopter. Jetzt raff ich einiges, Leute. Okay, dann sollte der vielleicht mal in die Nähe von den Helikopter da. Und wenn der Helikopter dann in mein Sichtfeld geht, dann wird er wahrscheinlich angegriffen. Aber der Striker, der kann die beiden hier angreifen, oder? Ich hoffe, der trifft jetzt nicht mein Radar. Nee, macht er auch nicht. Hä, wieso greift er denn nicht an? Ist der auch nur gegen fliegende Viecher? Okay, Leute, das sind so viele neue Einheiten, dass ich die halt noch nicht raffe. Na gut, wir schicken einfach mal unseren Radar hier weg. Und dann kommt unser Boss hier rein und tötet einfach mal den Typen hier. Wir können auch noch Ansturm auswählen, also da kommen auch mal mehr Aktionen dazu. Ansturm macht halt das, ja, man anstürmt. Das macht normalerweise, glaube ich, weniger Schaden als ein Angriff, in diesem Fall aber nicht. Und damit kann man die Person oder die Einheit, die vor einem ist, aus dem Feld rausschicken, aus dem er gerade ist. Heißt, er wird dann ein Feld nach hinten geschubst und wenn er zum Beispiel in einem Haus ist, das ist dann ganz gut, wenn er das gerade am Einnehmen ist und man ihn dann da mit dem Ansturm rauskickt, dann gehört ihm das Haus halt nicht, weil das resettet sich beim Einnehmen, wenn man zu lange dafür braucht und einen da dann rausgeschickt wird. Ja, ja. Ja, 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 so ist das, Leute. Was meint ihr, Leute? Sind dahinter noch normale Gegner? Hallo, bist du normaler Gegner? Wir machen erstmal Zielerfassung. Ne, es ist auch ein Helikopter.
Da rechts von ihm wäre ein normaler Gegner, verdammt. Okay, dann können wir jetzt mal diese Zielerfassung hier benutzen. Denn jetzt können wir Kreuzfeuer machen. Oh, guck mal, wir töten den sogar, weil wir 124% machen. Das ist ja gut. Und jetzt greifen meine beiden Einheiten nämlich gleichzeitig an. Wie ihr das jetzt sehen werdet hier. Die greifen an und die greifen an. Oder kann der Helikopter mich mal? Du blöd Mann. Geil, alle vernichtet. Wenn man die Einheit nicht vernichtet, dann greifen sie halt auch zurück an. Aber in diesem Fall konnten sie nicht mehr angreifen. Und ja, wenn man A drückt, dann geht das auch alles schneller hier. Ups. Die werden wahrscheinlich kaputt sein, weil diese Helikopter mega stark sind. Somehow. Nee. Oh, mein Radar hält ganz schön viel aus, muss ich sagen. Oh nein. Hä, okay, die sind wirklich mega stark. Die one-hitten mich einfach alle. Ich weiß gar nicht, welche Schwierigkeit ich ausgewählt hatte. Also die ersten drei Missionen waren sehr leicht, muss ich sagen. Das wirkt jetzt gerade ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das war dumm von ihm. Er hat mehr verloren als ich. Das Spiel hat auch einen Online-Multiplayer, das heißt, ihr könnt auch gegen Freunde spielen. Ich weiß, oder ja, ich glaube schon. Ich glaube, da gibt es auch eine Lobby, dass man gegen Freunde spielen kann. 98. Vielleicht mit dem kritischen Dings ist er tot. Auf jeden Fall hat es einen Online-Modus. Es kostet, glaube ich, 14 Euro auf Steam. Wenn das wird interessiert, ich glaube, bei der Twitch wird es. Bei der Switch wird es ein bisschen teurer sein. Was warst du denn? Ein Achilleon. Ach, du bist mein. Nee, du bist nicht mein Held, ne? Nee, bist du nicht. Der Typ hier braucht ein bisschen was. Kann man den versorgen? Ja, ah, guck. Der hat hier Versorgung. Los, versorg ihn mit Munition und anderem Stuff. Cool. Und du, greif Leute an. Ah, jetzt kann ich sie auswählen. Nehmen wir mal den 28%-Typen. Indirekt. Okay, indirekter Angriff auf den 28er. Ich glaube, das ist voll der Overkill. Für drei Infanteristen. Okay, ein bisschen schade, dass da keine Explosionen kommen. Ah, da war sie, meine kleine Explosion. Da bin ich doch wieder zufrieden. Und der... Shit, der kommt jetzt da nicht vorbei, ne? Ist natürlich doof. Das habe ich nicht gut gemacht. Greifen wir halt die Leute im Wald an. Mal gucken. Na, nur drei. Ich glaube, da verliere ich dann mehr als der, wenn einer... Okay, ne, ging. Ah, doch. Aua, aua. Oh, das tat weh. Oh! Schön aus dem Gebäude raus. Schön auf die Helikopter. Oh, das hat auch guten Damage gemacht. Man kann sich halt auch im Wald verstecken. Und wenn dann eine weitere Einheit, also wenn ich jetzt hier in den Wald reinfahre, aber nicht wüsste, dass da ein Typ drin ist, dann wird der auch einen Überraschungsangriff machen und mich dann quasi als erstes angreifen, bevor ich ihn angreifen kann. Also da kann man dann auch taktisch vorgehen und so. Eigentlich ganz witzig, muss ich sagen. Der kann hier mal das Gebäude mit einnehmen. Ja, ja, hier, Radar. Geht auch irgendwo hin. In der Hoffnung, dass er nicht stirbt. Aber so ein Radar ist ja mega gut, hätte ich nicht gedacht. Coole neue Einheiten. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Ne, der macht die Bärmacht oder was? Was geht denn jetzt ab? Stimmt, sowas habe ich glaube ich auch. Ich glaube, jetzt sind seine ganzen Einheiten stärker. Machen also mehr Damage als vorher. Keine Ahnung, wie viel stärker. Aber jetzt macht er mich glaube ich richtig kaputt. Hallo, lass meine Leute in Ruhe. Das ist nicht so cool. Ich glaube, der stirbt auch. Ne, nur einer kaputt. Okay, krass. Obwohl Kreuzfeuer war. Ja, gut, gegen einen. Hä? Als ob der so viel Damage macht mit seinen komischen Gewehren. Das geht doch nicht, das geht doch nicht, Leute. Okay, die müssen wir ganz schnell ausschalten hier. Mann, der verbehrt mir hier auch die Sicht, dieser Blödmann. Das ist ja unfassbar. Den müssen wir auf jeden Fall töten hier. Zielerfassung. Und er macht auch noch gleich mit hier. Kreuzfeuer-Attack. Ja, alle tot, geil. So. Und hier, wir haben ja eben gesehen, einer ist in den Wald gelaufen. Wir können jetzt... Superkraft? Oh, guck. Genau, das haben wir auch. Das hat der Gegner eben gemacht. Superkraft. Nur bei ihm hieß das Bärmacht oder so. Und das wird jetzt machen, dass unsere Infanterie um 20% stärker ist und unsere Kabergeschwindigkeit um 50% erhöht ist. Bringt uns jetzt nicht so viel, weil wir sowieso trotzdem zweimal in den Gebäuden drin sein müssen. Deswegen machen wir das einfach mal nicht. Der kapert das. Ich weiß nicht genau, wann diese Supermächte zusammenkommen oder so. Das kann was mit den Sternen da oben zu tun haben unter dem Geld, aber ganz genau weiß ich es nicht. Ja, dann machen wir den Heli einmal kaputt. Hä, der ist also wirklich nur gegen Helikopter, ja? Also gegen Sachen in der Luft. Okay. Von mir aus. Wir können uns dann noch einen Held hier holen. Wir können ja noch mal Andrew Murphy holen. Der ist richtig gut gegen Landeinheiten, Leute. Und anscheinend kann man den noch auf der ganzen Map sich holen. So, hier sind aber relativ viele von seinen Flugdingern. Ich werde ihn mal hier hinten hinpacken. Wird schon passen, Leute. Oh nein, mein schönes Radar. Oh nein, mein anderes Auto. Hallo, bist du ein Headquarter? Ich weiß auch nicht. Doch, da, Headquarter. Ah, steht unten rechts. Unten rechts steht das. Das heißt, wir müssen das Ding hier einnehmen, dann hätten wir gewonnen. Obwohl, da steht halt auch, wir müssen alle Einheiten vernichten.
weiß jetzt nicht, was dem wichtiger ist. Was bist du denn eigentlich? Andrew Murphy! Cool, du bist aber nur gut gegen Landeinheiten. Hä, dann stand eben schon eine Einheit von uns auf dem Headquarter drauf, oder was? Und wir haben es nicht eingenommen? Ich glaube, es kann auch nur die Infanterieeinheiten Gebäude einnehmen. Ich will den Typen da bitte kaputt machen. Zielerfassung. Und dann greift der den halt noch mit an einem Kreuzfeuer, dann ist der weg. Hau, hau. Weg mit dem Ding da. Und Rank up. Genau, man kann auch Level aufsteigen. Was genau? Das bringt keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich einfach stärker. Man kann auch Einheiten zusammenfügen. Wenn die zum Beispiel zu wenig Leben haben, dann kann man ein 20-prozentiger und ein 30-prozentiger zusammentun. Haben die wieder 50 Leben, aber dann halt nur noch eine Einheit statt zwei. Ja, ja, alles so Sachen, Leute. So, wir töten jetzt einfach kurz den komischen Typen, der hier die ganze Zeit mein Auto angreift. Das soll er nämlich mal unterlassen. Critical Hit. Wow. Und Andrew ist halt nicht geil gegen solche Dinger hier, ne? Aber wir müssen an dem hier vorbei, an dem Speer, dann könnten wir in das Headquarter rein. Heißt, wir gehen mit ihm mal dahin und greifen den an. Hier sieht man es nochmal, Ansturm macht nämlich weniger Schaden als der Angriff, aber dafür wird er dann vom Feld weggeweht, weggeschwebt, weggedudelt. Wäre natürlich geil, wenn unser Held einfach das mal einnehmen könnte. Müssen wir wohl mal ein paar Leute opfern. Oh, der wird jetzt natürlich kaputt sein, ja, ja. Das war aber auch ein Overkill, muss ich sagen. Er hat einfach keine Einheit in seinem Headquarter. Das ist eigentlich sehr positiv für uns, möchte ich meinen. Bei Advance Wars war das auch noch so, dass die Story eigentlich sehr geil war. Wie gesagt, ich habe von dieser Story hier jetzt noch nicht so wirklich viel mitbekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie auch recht okay ist. Aber weiß ich leider nicht. So, wir können natürlich auch einfach von hinten hier rankommen und uns so den Weg freiraumen. Denn anscheinend produziert der auch keine neuen Einheiten hier. Was ja eigentlich positiv ist. So, wisst ihr was? Wir aktivieren jetzt einfach mal. Warte mal, irgend so ein Radartypi konnte das, glaube ich, ne? Du bist kein Radartypi. Oh, wir können indirekt irgendwas angreifen. Ja, ja, mach mal. Nee, das macht keinen Schaden. Ach genau, die Leute werden auch schwächer, umso weniger Prozente sie natürlich haben, weil dann weniger Leute da sind und weniger Kampfkraft und so. Macht alles Sinn. So, wir setzen einfach mal die Superkraft hier ein. Wow, Ruf des Rudels, Leute. Das passt ja sogar zu meinem Kanal. Und jetzt leuchten die alle auf. Und werden zum Super Saiyajin. Wow, 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 ich habe viel zu viele Einheiten. Wir sind jetzt alle stärker geworden. Und du tötest jetzt den Typen da nicht. Verdammt, dann mach einen Ansturm, damit noch ein anderer da rangehen kann. Und hoffentlich stirbst du. Ich hoffe, meine Infanterie stirbt einfach. Nein, einer hat überlebt. Das gibt's doch gar nicht. So, und jetzt sollte der, genau, ein zurückgedrängt werden. Das ist jetzt aber doof. Wir kommen da ja trotzdem nicht ran. Okay, warte. Wir müssen irgendwie... Hat er schon was gemacht? Oh. Nein, ich muss doch hier ran. Oh, das ist jetzt aber doof. Das ist jetzt aber echt doof. Man kriegt auch einen Bonus, wenn man auf irgendwelchen... Wenn man im Wald steht oder im Gebäude oder auf so einen Stein wie ich jetzt. Dann können die Gegner einen dann nicht so gut angreifen und das ist gut, Leute. Deswegen sollte man immer die Umgebung für sich arbeiten lassen. Wir haben ja auch noch Andrew Murphy. Wieso hat der nicht einfach angegriffen? Verdammte Hacke. Ich glaube, ich habe meine... Oh, Zusammenführung. Ach genau, das ist das. Wir können jetzt zusammenführen. Machen wir einfach mal. Dann ist er wieder auf 100%. Die Level behalten die meines Wissens. Oh komm, wir greifen die einfach mal indirekt an. Was soll schon passieren? Hau. Wir kommen jetzt einfach von allen Seiten hier an. Auf jeden Fall ein sehr zeitintensives Spiel. Holy moly. Also da muss man Zeit mitbringen. Das ist so ein Chiller-Spiel, möchte ich sagen. Weil es halt auch rundenbasiert ist. Also man kann sehr lange überlegen, was man machen will. Man kann ja auch gucken, was zum Beispiel passiert. Da steht dann auch dran, wie viel Schaden man macht und so. Also man kann ganz viel rumprobieren. Und ich glaube, bei der dritten Mission, die ging einfach über 60 Tage, weil der Gegner auch andauernd Gegner produziert hat. Und ich wollte dann irgendwann Geld sparen und das war, glaube ich, keine gute Idee. Und dann hat sich das alles richtig doll gestreckt. So, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir werden einmal den Typen hier hoffentlich töten. Nee, der stirbt nicht ganz. Das ist natürlich doof. Wir machen es trotzdem mal. Vielleicht kritten wir ihn ja und er geht trotzdem kaputt. Nö, zwei haben überlebt. Das ist ein bisschen doof jetzt. Ich hoffe dann wenigstens, dass der stirbt. Oh Gott, ey, das wird doch auch schon wieder nichts, oder? Okay, komm, warte. Der 100er muss mal kurz hier weg, beziehungsweise nicht 100er. So, und dann kommt nämlich ein 100er. Hä, aber der ist ja auch schwach. Ah, der andere wäre besser gewesen, weil der schon Rank 5 ist hier. Okay, Andrew, du bist doch bestimmt richtig gut gegen den, oder? Ja, Andrew macht den fertig. Hier, unser kleiner Held, der genauso aussieht wie die anderen. Geil, so, dann ist der schon mal weg. Dann kann ein anderer 100er hier durch den Wald den Typen im Headquarter töten. Und dann die dritte Person kann in den Headquarter rein und das anfangen einzunehmen. Okay, das dauert aber auch drei Runden, bis man es eingenommen hat. Und der Gegner kann natürlich immer noch nerven und uns da irgendwie rausschleudern. Au. Aber so wie ich das sehe, hat er sowieso keine Leute mehr.
Der hat halt noch ein paar seiner Helikopter hier, aber sonst sieht das nicht so gut aus für ihn. Oh nein, wieder seine Superattacke. Ich frage mich halt, ob wir wirklich den Headquarter brauchen oder ob wir einfach nur seine ganzen Einheiten töten müssen. Au, kaputt. Kritischer Hit bei den 5%. Oh nein, das tut mir ja richtig weh. Wieso greift er nicht mit seinem... Ah, der hat keine Muni mehr. Tja, das ist natürlich blöd, wenn der Kampfheli keine Muni mehr hat. Was soll man da nur machen? So, ja... Der nimmt das einfach mal ein. Das Blöde ist, wenn ich den Typen jetzt da rausnehme, dann wird das Capturing zum Beispiel wieder auf 0% gehen. Deswegen lassen wir ihn jetzt da drin, obwohl ich eigentlich wollte, dass Andrew Murphy das natürlich hier einnimmt. Er als Held. Oder machen wir hier Zielerfassung, Leute? Zielerfassung, Zielerfassung. Und der greift dann auch noch hier in der Luft an. Das wird garantiert nicht lang, aber ist ja egal. Wenigstens ein Helikopter abgeknallt. Ja, und der Rest kann eigentlich nicht so viel machen. Würde ich meinen. Aber jetzt, wenn wir die jetzt einfach nur daran hindern, dass die irgendwie in den Headquarter kommen, dann haben wir schon gewonnen. Das heißt, wir müssen einfach nur von jeder Seite eine Person dahinstellen, die dann hoffentlich im nächsten Zug nicht stirbt. Und dann war es das schon, Leute. Dann haben wir es in der nächsten Runde. So, jetzt ist das Ding hier geschützt. Dann kann er es aber nämlich auch nicht mehr rausschicken mit irgendeiner Ansturmattacke. Und dann ist cool, Leute. Haben wir den Router im Gebäude auch nochmal kurz kaputt. Ja, ja. So, jetzt hat er nur noch eine Einheit. Oh, er produziert doch neue Leute. Aber er hat nur eine Produktionsstätte, ja. Das ist natürlich doof. Da bin ich gespannt. Wir holen jetzt das Headquarter. Ich glaube, wir haben dann gewonnen. Ja, okay. Und dadurch vernichtet man auch alle anderen. Okay, gut zu wissen. Zielerfassung haben wir leider benutzt. Oh, sogar ein S. Krass. Gut, Die anderen Missionen fand ich ein bisschen besser als diese. Doof, dass jetzt diese Mission für das Video kam, aber ist okay. Ihr habt auf jeden Fall einen kleinen Einblick bekommen. Ich glaube, ich muss da relativ viel schneiden, weil recht viel nicht passiert. Aber man kann auf der Oberwelt, Leute, guck mal, was man noch Tolles machen kann. Man kann auch switchen zu einem Panzer und der Panzer kann auch noch ein anderer Panzer sein. Und was geht noch? Man kann hier mit dem Helikopter fliegen, das kennt ihr ja schon. Huch. Helikopter, aber auch noch ein Düsenjet und der ist richtig schnell. Und dann kann man hier, warte. Coole Geheimnisse einsammeln. Und der Düsenjet hier, der kann nämlich nicht... Ihr seht schon, sein Kreis ist nicht so schmal. Das kann man mit einem Helikopter viel besser machen. Ja, Leute. Alles richtig coole Features hier. Geil, oder? Gefällt mir schon richtig gut so. Warum das in der Overworld so ist, keine Ahnung. Oh nein, mein Motor! Kein Plan. Aber ja, ganz witziges Spiel. Kostet halt auch nicht so viel. Und laut den Bewertungen bei Steam ist es auch recht witzig. Ja, ich muss sagen, Advance Wars hat mir noch ein bisschen besser gefallen, auch weil die Story da halt so geil war. Aber kann man sich mal geben. So im Videoform vielleicht nicht so geil, aber für alle, die es vielleicht interessiert hat und dazu mal ein Gameplay sehen wollten, da habt ihr. Und ja, wenn euch der Fall gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.